Unsere erste richtige Location auf dieser Tour. Ich dachte gerade, das ist das echt. Okay, Leute, da drüben hat gerade einer mit einer Taschenlampe rüber geleuchtet. Ich glaube, wir müssen abhauen. Hey, guck, das ist ja der Mann, der hier lebte, hat seine Familie hier komplett ermordet. Moin Leute, seid gegrüßt, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und ihr seht, ich bin wieder mit dem komischen Kerl von nebenan unterwegs. Genau, mit dem Leon von Leon TV. Leon. Wie ihr es vielleicht im Titel schon gelesen habt, es geht los auf die Frankreich-Tour 3.0. Einmal Hashtag Frankreich 3.0 in den Chat. Aber genug gequatscht, Leute, wir haben noch ein bisschen Strecke zu machen. Es ist 19 Uhr, Ankunftszeit ist 22 Uhr bei der ersten Location. Die Sonne, die geht langsam Richtung Horizont. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich an der ersten Location. Let's go! Es ist jetzt 22 Uhr, in 5 Minuten sind wir bei der ersten Location für heute. Wir fahren jetzt hier schon wieder seit einer halben Stunde durch Wälder, Felder, bis jetzt auch nur ein Dorf, glaube ich, wo wir durchgefahren sind, die letzte halbe Stunde. Und auch kein einziges Auto hier gesehen. Es ist schon wieder ja, irgendwie so richtig Horrorfilm-Stimmung. Aber ich bin gespannt, wie die erste Location aussieht und ihr dürft es auch sein. Gleich geht's los. Okay, Freunde, an der ersten Location angekommen. Hier gerade einmal kurz durchs Dorf geschlichen und jetzt geht es hier durch die Büsche, wie es aussieht. Ja, also da ist noch ein Wohnhaus. Ja, bis jetzt sieht alles ziemlich zu aus hier. Wir gehen mal hinten rum. Erste Location war ein Fail, kein Reinkommen möglich, alles verbarrikadiert. Ich habe durch ein Fenster reingucken können. Das sah auch zumindest der eine Raum ziemlich nach Rumpelkammer aus. Also weiter zum nächsten Spot. Nächste Location, halbe Stunde weiter, direkt hier durch ein offenes Tor an der Hauptstraße rein und wir schauen uns das Ganze an. Da ist ein winziges Fenster. Wo denn? Da oben rechts. Junge, das ist doch eine Nosferatu-Spinne. Siehst du es nicht? Alter, ist das ein Monster. Das ist ein richtiges Monster. Mein Gott. Alter, könnt ihr diese Spinne sehen? Boah. Und nicht weit von hier bellt ein Hund. Der macht, seitdem wir angekommen sind, richtig Radau. Dann muss es das hier links sein. Ich hab ein Gefühl, der dahinter die ganze Zeit bellt, ne? Okay, wir sind drin, Alter. Richtige Kerkerleuchte hier. Ja, das ist es. Ja, wir sind eigentlich schon auf der Suche nach einem Overnight-Spot. Und
Vielleicht wird da sogar das hier. Okay, wow. Und dieser Hund, ne, der macht so ein Theater da drüben. Nicht gut. Schon leicht ranzig hier, ne? Ja, schon echt ganz schön ranzig. Oberhalb, was ist das denn? Möglich. Ein altes, komplett verwestes, ausgestopftes Tier. Was war das wohl mal für ein Tier? Aber das Bettzeug liegt noch drauf. Ganz wichtig. Gucken wir mal, was wir hier hinten noch finden. Haben, dass man einbricht fast schon. Dann kommt uns natürlich fast nice an. Alter! Ich dachte, Alchemie-Labor. Deswegen hieß das irgendwie Alchemiste. Ich dachte gerade, das ist echt. Okay, Leute, da drüben hat gerade einer mit einer Taschenlampe rüber geleuchtet. Ich glaube, wir müssen abhauen. Scheiße, weg hier. Okay, das war ein kurzer Besuch. Ja, da hat gerade einer mit der Taschenlampe zu uns rüber geleuchtet aus dem anderen Haus gegenüber. Deswegen hauen wir jetzt ab. Der Hund dreht auch immer noch komplett durch. Der hat uns gerade auf jeden Fall noch beim Rauslaufen komplett angeleuchtet, uns richtig in die Fresse geblendet. Der Hund, der spackt komplett ab. Erstmal so ganz schnell weg hier jetzt. Ganz schnell. Junge, Junge, Junge. Das geht ja schon wieder gut los. Alter, das geht schon wieder richtig gut los. Leute, wir müssen uns erstmal kurz akklimatisieren. Ich melde mich gleich wieder. 40 Minuten jetzt zum nächsten Stopp. Wir müssen jetzt nur erstmal noch einen kleinen Umweg fahren zu einer Tankstelle. Und ja, uns ist nämlich aufgefallen, dass der Tank nicht mehr viel hergibt. Also jetzt erstmal eine Tankstelle und dann zum nächsten Ort. Das sieht aber auch ganz gut aus, dass wir da einen Overnight machen können. Es war auf jeden Fall gerade schon mal ein guter Einstieg. Ja, Mann. Jetzt ist man einmal warm geworden. Das ist komplett voll mit Mücken hier alles, ne? Nächster Stopp, wieder eine halbe Stunde weiter. Es ist jetzt 12:30 und das Gelände ist schon vor uns. Es scheint ein riesiges altes Bauerngut zu sein. Es ist komplett eingemauert. Wir haben jetzt schon mal die Overnight-Rucksäcke aufgesetzt, in der Hoffnung, dass das für was für ein Overnight ist. Aber wir werden es gleich sehen. Also das ist wirklich ein Riesenanwesen hier. Komplett insane. Aber es scheint doch hier alles zu sein. Ist auch nicht rein, ne? Nee, das ist auch mal in. Ja, da steht das Bau, glaube ich. Oder? Vielleicht müssen wir nach oben noch mal, wo wir eben an der Straße waren, da irgendwo über die Mauer. Das war nicht so. Okay, hier sieht gut aus, aber da hängt auch wieder ein Kameraschild. Wir werden sehen, ob wir irgendwie Kameras sehen. Also es sieht echt nicht nach Kameras aus hier. Ja. Sieht auch alles zu aus hier. Junge, da waren wir asiatische fucking Hornisse. Echt? Ja. Man wird hier echt übelst von diesen ganzen Viechern attackiert. Weil wir hier natürlich voll das Licht machen. Ja.
Ja, das Ding ist, hier sind außenrum noch überall kleinere Gebäude, so Scheunen und sowas. Aber ich habe jetzt auch eigentlich keinen Bock, in so einer Scheune zu pennen. Und dieses Hauptgebäude hier, das ist komplett verrammelt, ey. Scheint man echt nicht reinzukommen. Alles zu, ey. Also bis jetzt hatten wir heute noch nicht so das Glück. Das sieht ja auch nicht wirklich spannend aus von innen, aber wer weiß, wie die anderen Räume oben aussehen, ne? Oh, Alter, diese Viecher, ne? Richtig krass. Alles dicht. Und auch komplett leer, ne? Mhm. Oh Mann, ey. Da kommt man rein. Soll ich einmal kurz gucken? Guck einmal, ja. Safe is safe. Boah, die Viecher sind unglaublich. Ich mach die Lampen aus. Ich mach echt die Lampen aus. Ja, Leute, also für einen Overnight fühlen wir das hier irgendwie nicht. Und es sieht auch irgendwie alles sehr gepflegt aus. Es könnte halt sein, dass wir dann irgendwie morgen früh hier Besuch kriegen von Besitzern oder Nachbarn oder irgendwas. Ja, also wir gucken jetzt nochmal auf die Karte, ob vielleicht doch noch irgendwas in einer halben Stunde Reichweite ist oder so. Ansonsten pennen wir vielleicht auch im Auto heute. Also der erste Tag der Frankreich-Tour beginnt jetzt nicht sehr erfolgreich. Hier steht noch ein altes Auto drin. Und eine Kutsche. Krass. Und hier nebenan, da habe ich glaube ich gerade sowas wie so einen alten Ofen gesehen. Das sah schon fast aus wie ein Pizzaofen oder so da hinten. Sieht interessant aus. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, was das ist. Sieht aber echt aus wie ein Pizzaofen oder so ein Brotofen, ne? Hier ist auch noch mal ein Keller. Ja, hier sind auch noch irgendwelche ziemlich neue so Rohrmanschetten, so Rohrschellen oder so gelagert. Tja, keine Ahnung, ey. Gucken jetzt noch mal auf die Karte und dann entscheiden wir, ob wir vielleicht heute im Auto pennen. Kleines Hexenhaus hier hinten nochmal. Alter, diese Viecher hier, das ist unglaublich. Es sind so viele Mücken. Wir werden komplett überfallen von Viehzeug. Wird da drüben auch nicht besser sein. Das ist echt nichts. So Leute, wir sind nur ein kleines Stück weiter gefahren. Wir haben jetzt hier auf dem Parkplatz von einem Kloster geparkt. Und ja, das ist ein riesengroßer Parkplatz hier. Wie ihr seht, seht ihr nichts. Ja, das ist ein riesengroßer Parkplatz hier, wie ihr seht. Einfach nur so ein Schotterparkplatz. Da hinten, wo das Licht ist, da ist irgendwo das Kloster. Hier hinter fließt so ein kleiner Bach lang. Boah, der ist richtig schön klar. Da können wir morgen früh drin baden gehen. Leon ist schon wieder nackt und wir haben uns jetzt hier unsere Bettchen aufgebaut zwischen Auto und Hecke. Und zwar habe ich hier einfach nur eine Elefantenhaut, eine ganz dünne isolierende Schicht, meine alte Luft-Isomatte, mein aufblasbares Kopfkissen und mein Carinthia Tropen. Und da hier richtig Viehzeug unterwegs ist, wird mir glaube ich heute dieses Mückennetz, was hier eingearbeitet ist, was ich mir dann komplett über den Kopf ziehen kann, sehr zum Vorteil werden. Und was richtig geil ist, wo ich richtig glücklich drüber bin, bei der letzten Location, wo wir gerade waren, da stand die Luft, es war richtig eklige Luft, du warst komplett am Schwitzen. Und hier sind wir irgendwie in so einem kleinen Tal, komplett umgeben von Wald und es ist richtig angenehm. Es weht so ein laues Lüftchen. Auf jeden Fall bin ich jetzt hier glücklich mit dem Schlafplatz für heute. Ich hoffe, morgen haben wir mehr Glück mit den Lost Places. Jetzt gibt es hier noch ein kleines Feierabendbierchen. Ich sehe gerade, ich habe mir erstmal schön ein alkoholfreies gekauft. Ja, moin. Und dann wird geschlafen, Leute. Gute Nacht.
Guten Morgen, Freunde. Ich bin mal umgezogen hier in die Sonne. Der Leon liegt noch da drüben hinterm Auto und schläft. Den lassen wir noch mal ein bisschen schlafen. Und ich bin übrigens um 7, glaube ich, einmal aufgewacht, weil ich irgendwas Nasses auf meiner Stirn gespürt habe, was sich bewegt hat. Und mir ist einfach mal eine Nacktschnecke auf den Kopf gekrabbelt. Da sieht man noch die Schleimspuren. Ich habe mich mega erschrocken und habe die dann erstmal so weggeschnipst. Aber ja, gibt Schlimmeres, ne? Ist auf jeden Fall super idyllisch hier. Irgendwo mitten in Südfrankreich. Einfach an so einem Kloster auf dem Parkplatz übernachtet. Ich hoffe, wir haben heute mehr Glück mit den Locations. Vielleicht finden wir noch ein paar geile Schlösser. Let's go. So, Freunde, ihr seht, der Parkplatz hier hat sich reichlich gefüllt. Wir gucken uns jetzt mal kurz hier dieses Kloster an. Muss ja einen Grund haben, warum diese Menschenmengen hier auf einmal am Start sind. Ich könnte mir vorstellen, dass man hier sogar Geld bezahlen muss. Hello, morning. I have to pay for it. You need a ticket, yes. Ah, I need a ticket, okay. One moment, I have to go back to the car. Ich weiß jetzt nur nicht, ob sich das lohnt, jetzt hier Geld auszugeben. Riesengroß hier das Ganze. Sieht schon echt schön aus. Gucken, ob der Leon gleich startklar ist und dann ziehen wir weiter. Hey, wer bist du? Ich spreche mit dir. Hallo. Wir reden. Hi. Hi, ich bin ganz normal. Und du? Bist du auch normal? Der Leon ist auch endlich wach. Ich snack mir jetzt hier noch meine Bobo Bowl rein. Der Parkplatz füllt sich immer weiter. Leute, drückt die Daumen, dass wir heute kranke Locations finden. Aber wir werden sehen. Wieder on the road. Und der Plan ist wie folgt, wie letztes Mal. Wir haben uns jetzt wieder drei richtig krasse Dinger rausgesucht, drei Schlösser. Wir müssen jetzt wieder 6 Stunden fahren. Wir wollen die richtig geilen Dinger sehen. Ordentlich Kilometer schrubben. Wir werden sehen, was wir sehen werden. Der Taco. Leute, es sind einfach 35 Grad. Hier mit schwarzer Outdoor-Hose unterwegs. Leon ist bestimmt auch ganz feucht im Schritt. Übelst. Wirklich nicht aber auszuhalten. Aber mein Freund. Wir sind hier gerade an einem richtig krassen Schloss vorbeigefahren. Das sieht übel lost aus, aber wir sind uns eigentlich ziemlich sicher, dass wir da nicht reinkommen werden. Wir werden trotzdem mal gucken gehen. War das hier schon? War packt da. Ja. So, Freunde, nächster Zwischenhalt.
Okay, ist auch komplett. Ein Kern, ey. Komplett leer. Vielleicht war das irgendwann mal ganz spannend, aber. Ja. Ne, komplett entkernt, ey. So, gerade am Straßenrand gesehen, dachten wir, wir gucken mal kurz rein. Hier ist irgendwie so eine riesige Mauer. Aber wir fragen uns gerade, was das hier gewesen sein soll. Okay, da geht's sogar echt rein. Ja, krass. Ja, Leute, schreibt's mal in die Kommentare, wenn ihr wisst, was das hier vielleicht mal gewesen ist. Vielleicht irgendwelche Lagerräume? Irgendwelche Öfen oder sowas? Das könnte ich mir halt echt vorstellen. Dass hier mal irgendwelche Ziegel gebrannt worden oder sowas. Dass hier irgendwelche Öfen waren. Da liegen noch irgendwelche Tierknochen auf dem Boden. Und da geht es halt auch noch so weiter, ne? Wie gesagt, schreibt es mir mal in die Kommentare, wenn ihr euch vielleicht denken könnt, was das hier mal war. Alter, du blöde Sau, Alter! Das dauert aber ganz schön lange. Alter! Ich habe übrigens mittlerweile meine Hose ausgezogen, weil es einfach so unfassbar warm ist. 35 Grad. Aber was ich sagen wollte, kleines Update. Haben wir jetzt noch ein Horrorhotel auf der Liste und ein Schmuckstück von Location, was uns der PJ geschickt hat. Liebe Grüße gehen raus. Da fahren wir jetzt als erstes hin und dann heißt es wahrscheinlich Overnight im Horrorhotel. Genau! Und ist dein Sitz noch schön warm? Nö, ist schon wieder abgekühlt. Es ist jetzt 9:30 Uhr, wir sind bei unserer ersten wirklichen Location heute angekommen. Wir haben jetzt gerade geparkt, packen jetzt noch schnell ein paar Sachen ein, ein paar Akkus, Taschenlampe und dann geht's rein da. Sieht richtig aus. Okay, wir sind auf dem Gelände, aber wir haben keine Ahnung, was uns erwartet. Oha. Boah. Das sieht echt krass aus. Ihr seht's gleich. Guckt euch das an, ey. Boah. Okay, hier geht's rein. Nee, oder? Das ist genau wieder das Richtige hier für Leon. Ach nee, ey, direkt am Eingang. Direkt am Eingang. Okay, der Raum hier sieht schon mal sehr geil aus. Wir gucken erstmal hier. Ist auch schon ziemlich zerwühlt hier. Ihr seht, hier ist alles komplett aus den Schränken rausgewühlt. Komplett zerpflückt. Also das war auf jeden Fall mal ordentlicher hier, da bin ich mir sicher. Unsere erste richtige Location auf dieser Tour. Alter Vorratsschrank. Hier geht's auch noch in den Keller runter. Boah, das ist echt groß, aber richtiges Chaos hier. Wir gehen erstmal hier in die Küche gucken. Steht noch so ein riesiges Glas mit irgendwie Schmand oder nicht Schmand. Ich glaube, das ist irgendwie so Fett. So Tierfett einfach zum Braten oder so. Teilweise ist ja noch alles in den Schränken eingeräumt. Und teilweise ist hier wirklich komplett alles zerlegt. Ich sehe gerade hier oben steht noch eine Flasche Rum. Rumbrun Traditional. Tico Tico. Und hier hinten ist nochmal so ein kleiner Spülraum irgendwie. Ja, so ein Waschraum, Waschmaschine, nochmal eine Mikrowelle, eine Menge Wäsche liegt hier auch noch auf dem Boden. Boah, das ist ein Chaos, ey. Boah, guckt euch das an, ein riesiger alter Kamin. Aber das ist auch echt einfach nur noch die reinste Müllhalde hier, sage ich euch. Also bei diesem Raum hier bin ich mir sicher, der sieht doch schon länger so aus. Der wurde einfach nur noch so als Abstellraum genutzt. Okay.
kleines Badezimmer. Oh krass, ey, hier liegt sogar noch ein BH. Eine Kinderzahnbürste fällt mir auch direkt auf. Aber das ist auch schon 100 pro richtig lange verlassen hier. Das ist schon richtig am Gammeln. Hier im Schrank auch noch ordentlich Klamotten drin. Oh krass. Oha. Alter. Ah, hier ist auch nur so ein Anbau, so eine Scheune oder sowas. Und hier ist alles eingestürzt. Das komplette Dach ist offen. Boah, das ist heftig. Ey, da wächst überall schon das Moos und der Farn, ey. Da geht's aber auch noch mal weiter in so einen Schuppen. Ich will mich eigentlich nicht hier durch dieses ganze Zeug durchkämpfen. Das ist echt nur irgendein Schuppen. Also hier ist nichts Spannendes zu sehen. Da steht noch irgendein Auto. Und wie gesagt, das ganze Dach komplett offen, ey. Alter, krass. Ein Gehstock liegt hier sogar auch noch rum. Ja, der PJ sagte uns, das ist eine absolute Sahne-Location. Ich habe mir ein bisschen mehr erhofft, muss ich sagen. Aber das ist trotzdem eine gute Location hier. Man ist natürlich mittlerweile sehr verwöhnt. Wir gucken jetzt mal nach hier vorne in die vorderen Räume, die wir bis jetzt ausgelassen haben. Ah, hier ist auch noch mal eine Treppe. Hier ist wohl der Haupteingang gewesen, genau, wo wir davor standen. Boah, krass. Hier auch wieder eine Menge Postkarten, Fotos. Okay, wir gucken erstmal hier rein. Alter. Wow. Hier ist wirklich alles voll mit Fotos. Die Familie oder ja, die ehemaligen Besitzer scheinen auf jeden Fall sehr viel gereist zu sein. Und es waren wohl auch echt Hundeliebhaber. Ich sehe hier ganz viele Bilder mit Welpen. Und das hier sind auf jeden Fall auch andere als das hier, glaube ich. Oben ist es gleich doppelt so warm. Bin schon wieder klitschnass, sage ich euch. Wunderschönes großes Bett, ein uralter Fernseher. Hier ist noch irgendein Heft. Sieht aus wie irgendwelche Rechnungen. Hier ein junger Surferboy. Die Tapete kommt langsam runter. Was haben wir hier? Ein unvollständiges Schachspiel, wo schon irgendwie Mäusekacke drauf ist. Ein paar gruselige Puppen. Und dieses Bild hier. Familie getötet. Nein. Quatsch, das habe ich jetzt gesagt. Nee, guck, das ist ja der Mann, der hier lebte, hat seine Familie hier komplett ermordet. Ja, wahrscheinlich. Genau. Ganz wahrscheinlich. Stell mal vor. Wie gerne du vor. Ich weiß. Oh, der ist aber noch groß. Oh, hier, das kannst du snacken. Was? Alter, was zur Hölle? Boah, da ist schon so eine Gammelschicht drauf, dass das da drunter trotzdem noch konserviert ist. Junge, Junge, Junge. So eine alte Wasserpumpe hier oder sowas, ein Boiler. Und noch mehr Einmachgläser. Oder so eine Olive da essen. Alter, das ist aber auch mal schon gar keine Flüssigkeit mehr drin. Nee, nee. Hier sind irgendwelche Morcheln. Das also das hier sieht noch okay aus irgendwie.
das im Gegensatz ist schon so vergnarzt hier oben. Und da hinten, diese Oliven oder Kirschen sind das, glaube ich, da ist ja schon kaum noch Flüssigkeit drin. Ne? So die Stachelbeeren oder so noch. Oh, hier so ein richtiger Gewölbekeller. Boah. Ah, hier geht es auch in die Garage, glaube ich, nochmal. Weinlager. Boah, der ist riesig, der Keller. Wirklich, richtig riesig. Und hier geht es tatsächlich in diese Garage, wo das Dach eingestürzt ist. Das Auto. Da oben das ganze Dach weg. Was ist das für ein Auto? Ein Saab oder so, ne? Saab, auch eine französische Autofirma. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Oh, und hier ist alles weggebrochen. Und da hat sogar jemand noch mal so eine Leiter hingestellt, vielleicht, dass man da hochklettern kann. Ne? Aber würde ich auf gar keinen Fall machen. Warte, Spinnenmann, hör auf. Wisst ihr, was das für eine Spinne ist? Schreibt es mir auch mal in die Kommentare. Leon hat auf jeden Fall richtig Angst davor. Dann wieder raus hier. Ja, aber war auf jeden Fall ganz interessant. War eine ganz coole Location, ne? Ich meine, die ganze Fahrt hat sich jetzt dafür nicht gelohnt, aber wir haben jetzt noch das Horrorhotel, was hier in der Nähe ist, was ja. PJ auf jeden Fall Horrorhotel genannt habt. Ich würde sagen, da fahren wir jetzt hin und machen da wahrscheinlich einen Overnight. Und das werdet ihr dann im nächsten Video sehen, Leute. Und somit würde ich sagen, war es das hier vom ersten Teil noch nicht so erfolgreichen Tour Frankreich 3.0. Wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Haut mir ein Like rein, haut mir was in die Kommentare und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Guckt es euch an, Leute. Ach du Kacke. Someone here? We want to check in? Nächste Location, direkt durch so ein Schlupfloch hier an der Straße. Very nice. Und hier kommt einem direkt wieder der Verwesungsgeruch entgegen. Frankreich, Frankreich. Frankreich, Frankreich.